Jetzt nicht wunderhübsch geworden, aber ich finde, es sieht jetzt auch nicht eklig aus. Irgendwie ein bisschen die Winterdepression kickt. Aber irgendwie kann man sich das echt nicht mehr geben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt schon ungefähr 2-3 Wochen die Kamera zum Vloggen nicht in die Hand genommen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so aufgefallen, weil es kamen ja trotzdem regelmäßig Videos. Und ich dachte, ich nehme euch jetzt mal wieder mit. Wir haben heute Mittwoch und ich habe gerade schon Mittag gegessen und will mich jetzt ein bisschen ready machen, weil ich noch ein anderes Video drehen will. Meine Motivation ist ehrlich gesagt nicht so ganz auf der Höhe. Ich habe allgemein gerade voll das Motivationsproblem. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie ein bisschen die Winterdepression kickt, im Februar erst, aber irgendwie, ich merke richtig, sobald draußen nicht die Sonne scheint, habe ich einfach keine Motivation. Aber gleichzeitig habe ich auch das Problem, wenn die Sonne dann draußen scheint, fühle ich mich schlecht drin zu sein. Also dann gehe ich lieber spazieren. I don't know, keine Ahnung. Ich muss mal an diesem Motivationsding arbeiten, weil ich momentan auch irgendwie gar nicht ins Gym gehe immer noch. Ich habe immer noch das Problem. Keine Ahnung, irgendwie bin ich dafür körperlich momentan nicht in der Lage. Mental geht es sogar ein bisschen, aber körperlich irgendwie. Ich habe gestern meine Tage bekommen und jetzt habe ich irgendwie halt gar keinen Bock auf irgendwas. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir machen uns jetzt erstmal zusammen ready und dann kommt schon irgendwie die Motivation. Ich dachte, ich gebe euch auch dann mal ein kleines Update zum Pille absetzen bzw. Ring absetzen, weil ich die ja jetzt schon, beziehungsweise den Ring ja jetzt schon 4 Monate, glaube ich, oder 5. Nicht mehr benutze. Ich habe auch immer so einen Struggle mit dem Stativ. Ich weiß irgendwie nie, wo ich euch draufstellen soll. Und ich weiß auch nicht so ganz, was ich von meinen Haaren halten soll. Also, weil ich habe vor 3 Tagen habe ich so Heatless Curls über Nacht gemacht. Und jetzt ist da zwar noch ein bisschen Schwung drin, aber irgendwie weiß noch nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht muss ich noch eine andere Technik ausprobieren. Ich fand das auch unbequem nachts damit. Also ich weiß nicht, wie alle damit schlafen können, aber ich habe irgendwann um 2 oder 3 Uhr mir das Zeug einfach vom Kopf gemacht, weil ich einfach nicht schlafen konnte so. Ich glaube, ich habe ein gutes Stativ gefunden. Ich habe jetzt einfach ein Zebra genommen und habe meine Stativhalterung einfach in das Loch oben reingesteckt. Ich fange immer noch mit dieser Creme an von No Cosmetics. Die finde ich immer noch sehr gut. Ja. Deshalb, wo kann ich anfangen? Also, ich hatte am Anfang, hatte ich auch ein bisschen Haarausfall, als ich die Hormone abgesetzt habe. Aber nur ein paar Wochen und nicht so stark. Also, da hatte ich dann noch relativ Glück. Ansonsten bin ich allgemein auch mit meinem Zyklus sehr zufrieden. Also, meine Periode kommt schon relativ regelmäßig, also sogar teilweise auf den errechneten Tag genau. Ich track das auch immer mit so einer App und trage das da ein, um den Überblick zu behalten. Und ich habe irgendwie Creme im Auge. Und ja, keine Ahnung, also allgemein würde ich sagen, mir geht es ein bisschen besser. Also ich habe tatsächlich nicht mehr so viel Schmerzen, wenn ich meine Tage habe, wie früher, interessanterweise. Weil eigentlich wird einem ja immer gesagt, man hat mit den Hormonen weniger Schmerzen. Bei mir ist das nicht so gewesen. Was ich aber sagen muss, ich habe extrem, also jetzt sieht man das nicht, weil ich ja jetzt meine Tage schon habe. Davor habe ich dann halt immer voll die Pickel, aber auch nicht so viel, wie ich dachte. Dafür habe ich aber extrem Rückenpickelprobleme momentan. Wenn ich eine Lösung dafür habe, kann ich die ja gerne mal teilen. Ich bin immer noch dabei, Produkte auszutesten und allgemein so ein paar Sachen, auf die man achten sollte, wenn man Rückenpickel hat. Was ich halt aber allgemein immer noch habe, sind schon die Schlafprobleme. Also ich bin irgendwie abends nicht mehr so müde wie früher. Ich kann irgendwie nicht mehr einpennen. Es kommt meistens vor, dass ich vor 2 auf jeden Fall nicht schlafe, eher vor 3. Und selbst wenn ich mir meinen Wecker dann also so stelle, dass ich nur, sagen wir mal, 5 Stunden geschlafen habe, bin ich trotzdem nicht müde abends. Also ich weiß nicht, ich bin zwar die ganze Zeit so ein bisschen träge, aber ich bin einfach nicht mehr so müde wie früher, weil früher war bei mir teilweise echt um 22 Uhr Ende. Das habe ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß noch nicht, ob ich das als positiv oder negativ einordnen sollte. Ach so, und was ich jetzt erst so richtig realisiert habe, ich habe, glaube ich, so eine Art
ich glaube PMDS heißt das oder so, so eine Art. Also ich will jetzt auch keine Selbstdiagnose machen oder so, aber ich glaube, ich habe schon so Symptome von PMDS, also prämenstruellen Depressionen oder so heißt das, glaube ich. Mir geht es einfach richtig scheiße, bevor ich meine Tage habe, und auch so die ersten ein, zwei Tage sind richtig schlimm, also ich könnte eigentlich die ganze Zeit nur heulen. Und das hatte ich früher tatsächlich gar nicht. Also klar, man hatte mal schlechte Laune oder Stimmungsschwankungen oder so, aber so diese extremen Heulattacken und so hatte ich früher in dem Ausmaß auf jeden Fall nicht. Genau, da muss ich mal gucken. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas. Also ich habe gelesen, man sollte auf jeden Fall auf die Nährstoffe achten, dass man die deckt, so Mineralien und so weiter. Dann sollte das wohl nicht mehr so schlimm sein. Aber ja, ich weiß nicht. Also das belastet mich momentan schon sehr krass. Mir fällt es auch sauschwer, jetzt überhaupt ein Video zu drehen. Beziehungsweise halt das Video, was ich jetzt mache, ist halt diese Pinterest-Outfit nachstellen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich meine Tage habe, dann fühle ich mich momentan gar nicht. Also ich weiß auch ganz genau, dass ich mein Make-up gleich hässlich finden werde. Ich sehe das jetzt schon. Ich finde meine Haare hässlich und ich bin auch extrem rund immer, wenn ich meine Tage habe. Aber naja, ich will mich davon jetzt nicht für den Rest meines Lebens immer unterkriegen lassen. Deswegen ziehe ich jetzt einfach trotzdem durch. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch auch in letzter Zeit oder die letzten Jahre mal Hormone abgesetzt und kann mal Erfahrungen in die Kommentare teilen oder mir privat auf Instagram schreiben. Ansonsten denke ich, mache ich in ein paar Monaten nochmal ein Update, ob das irgendwie sich geändert hat, ob ich dann endlich mal was gefunden habe gegen die ganzen Pickel und so weiter. Ich habe ja in meinem letzten Vlog erzählt, dass ich schon ein paar Sachen für meinen Geburtstag geholt habe, also so Kerzen und so weiter. Und einfach eine ist schon kaputt gegangen. Ist einfach in der Mitte durchgebrochen. Lieben wir. Und ich habe gerade noch mal ein bisschen auf TikTok gechillt und habe da ein Video gesehen von GNTM. Ich habe dieses Jahr nur ganz kurz in GNTM reingeguckt. Ich habe das früher echt jedes Jahr geguckt, mit meiner Mutter auch immer zusammen. Aber irgendwie kann man sich das echt nicht mehr geben. Also ich habe nur einen kurzen Clip gesehen, wo so eine von diesen Mädels ihren echten Wildfuchs-Pelzmantel gezeigt hat. Und also da kann man gar nicht hingucken. Die sagten so, ja, ich habe ihn ja nicht selber getötet, war mir wichtig. Und die andere hat so gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, das wächst ja nach. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die das wirklich ernst meinen oder ob die einfach sich nur so dumm darstellen wollen für Aufmerksamkeit, weil das hat sie ja bekommen. Aber ich finde es einfach nur schockierend und ich glaube, für mich hat sich damit das Thema ein bisschen erledigt, ehrlich gesagt. Mir ist gerade eingefallen, ich habe eben vergessen, was zu erzählen bei dem Update zu den Hormonen. Und zwar spüre ich seitdem meinen Eisprung sehr stark. Also ich weiß wirklich auf den Tag genau, wann der ist, weil ich wirklich diesen Mittelschmerz sehr doll spüre. Den finde ich sogar teilweise mittlerweile schlimmer als Periodenschmerz. Und ich habe gelesen, ich glaube nur 20% oder so der Frauen haben diesen Schmerz. Und ich finde das einfach nur interessant, jetzt so diese ganzen Veränderungen zu spüren, diese Sachen zu haben, die ich vorher nicht gespürt habe, und yes, das wollte ich mir nochmal hinzufügen. Ich stehe jetzt vor dem DM. Ich will noch ein paar Fotos ausdrucken, weil ich immer zum Jahrestag von mir und meinem Freund ein Fotoalbum mache. Ich finde das immer ganz schön, wenn man so Fotoalben einfach angucken kann. Ich bin einfach ein Fotoalben-Fan und ich mag das auch einfach. Dann kann man nochmal Revue passieren lassen, was man alles so erlebt hat in dem Jahr. Und da habe ich jetzt die letzten Tage die Fotos zusammengesucht. Wir machen leider nicht so viele schöne Fotos zusammen, aber egal, Hauptsache man packt alle Erinnerungen rein und die werde ich jetzt erstmal ausdrucken gehen. Ich glaube, ich war jetzt 1,5 Stunden unterwegs für diese Bilder. Ich habe irgendwie, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das sind 130 Bilder. Mal gucken,
ob ich die alle überhaupt unterkriege in dem Album. Das Problem ist, ich musste einige Bilder leider mit so einem schwarzen Rand drucken, so als Screenshot. Das muss ich jetzt alles erstmal noch abschneiden. Ich denke, das dauert ein bisschen. Ich glaube, ich bin da heute den ganzen Tag noch mit beschäftigt. Und dann bin ich hoffentlich morgen fertig. Ich wollte diese Woche auch noch ein paar TikTok-Food-Trends mit euch testen. Und heute wollte ich so einen Salat machen. Ich glaube, der heißt Green Goddess. Und ich habe dafür schon das Dressing gemacht. Ich habe das ein bisschen abgeändert. Ich schreibe euch nochmal irgendwo entweder hier rein oder in die Infobox, wie ich das Dressing gemacht habe. Im originalen Rezept benutzen die nur Weißkohle, aber ich habe jetzt noch ein paar Blätter Eisbergsalat dazu genommen und guck dann mal, wie das schmeckt. Ich glaube, ich esse das einfach mit Nachos oder so als Löffel. Also ein Schönheitswettbewerb wird mein Salat auf jeden Fall nicht gewinnen, aber ich probiere jetzt mal. Schmeckt sehr lecker, macht den auf jeden Fall mal nach, vor allem mit den Nachos jetzt. Schmeckt das gar nicht mehr, als würde man nur gesunde Sachen essen. Gut, die Nachos sind ja auch nicht gesund, aber an sich ist das auf jeden Fall sehr lecker. Guten Morgen, ich bin eben aufgestanden. Wir haben jetzt 12. Top, mein Schlafrhythmus immer noch nicht im Griff. Ich frühstücke jetzt erstmal. Bisschen mehr Reality, ich frühstücke jetzt mein Käsebrötchen auf der Couch. So, ich werde jetzt erstmal noch ein YouTube-Video drehen. Also, das kommt, glaube ich, 2 Videos nach dem hier. Und ich bin richtig im Struggle, weil eigentlich ist heute Haarwaschtag. Ich habe das letzte Mal vor 4 Tagen meine Haare gewaschen. Aber vom Licht her würde die Zeit nicht reichen. Wenn ich jetzt duschen gehe und meine Haare mache und die ganzen Sachen, die ich dann machen möchte, während es hell ist, das funktioniert einfach nicht. Deswegen mache ich jetzt auf gut Glück einfach mit den Haaren. Alter, ich glänze ja schon wieder richtig. Ich wollte jetzt noch einen TikTok-Food-Trend probieren. Und zwar diese Reis in Waffeleisen und dann ein bisschen wie Sushi belegen. Dafür habe ich eben Reis gekocht. Das habe ich zwar in keinem Rezept gesehen, aber das mache ich trotzdem drauf. Und Sesam, Mayo, Sriracha-Mayo und Avocado. Und ich probiere jetzt mal, ob das was wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das hier was geworden ist, ob ich das überhaupt in einem Stück rauskriege. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Es ist jetzt nicht wunderhübsch geworden, aber ich finde, es sieht jetzt auch nicht eklig aus. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt schmeckt, beziehungsweise wie ich das überhaupt essen soll. Also ich finde, wenn man voll Lust auf Sushi hat und nicht so viel Bock hat, krass jetzt was zuzubereiten, ist das schon geil, weil es schmeckt halt schon ähnlich wie Sushi. Und ich finde es auch richtig nice, dass es so knusprig ist. Und es ging auch richtig schnell. Also Reis kocht sie ja eigentlich wie von allein. Und dann die Sachen noch drauflegen und es ist ja auch eigentlich mega gesund. Ich würde sagen, weil das Rezept noch ausbaufähig ist, eine 7,5. So, ich wollte jetzt direkt noch ein Rezept ausprobieren. Das habe ich die letzten Tage richtig oft auf TikTok gesehen. Und zwar nehmen die Leute eine Scheibe Käse, braten die in der Pfanne an und legen dann eine Essiggurke rein. Und ich mag beides halt sehr gerne, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das gut schmeckt. Andererseits denke ich mir halt, dann ist ja die Essiggurke warm. Und ich bin jetzt nicht so der Fan von warmen Gurken. Hört sich interessant an. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus, ne? Dafür ist das Video ja auch da. Hauptsache, mir ist gerade erstmal das Essiggurkenwasser in den Ärmel gelaufen. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, auf TikTok haben die das alle ein bisschen krosser gebraten, aber... Also wenn man Bock hat auf was richtig Deftiges, man will aber noch ein bisschen so halbwegs clean unterwegs sein,
ist das schon geil. Also ich mag halt beides auch an sich schon sehr gerne. Beim nächsten Mal würde ich es noch ein bisschen knuspriger machen. Wir haben jetzt Freitagabend und ich habe nichts geplant. Ich bin heute alleine und ich dachte, ich teste jetzt noch einen weiteren TikTok-Food-Trend. Beziehungsweise habe ich den schon mal getestet, aber mit was anderem. Und zwar geht es um diese Drachenzungen, die eingefroren werden. Und die habe ich auch schon probiert, beziehungsweise ich esse ja seit Jahren die Drachenzungen. Das sind meine Lieblingsgummibärchen. Aber ich wollte es jetzt mal mit den Cola-Schlangen, ich glaube, die heißen so, ausprobieren. Ich habe das jetzt noch nie gesehen, dass das jemand damit gemacht hat, aber ich mache das jetzt. So, während das jetzt, ich denke, ungefähr eine Stunde oder so im Gefrierschrank ist, gehe ich jetzt noch ein bisschen hoch zu meiner Mutter und wir gucken The Walking Dead weiter. Das ist so momentan unsere Serie. Wir haben davor immer Gilmore Girls geguckt, auch schon zwei oder dreimal. Und jetzt habe ich ihr The Walking Dead mal gezeigt, weil das auch eine meiner Lieblingsserien ist und sind jetzt auch innerhalb von, keine Ahnung, zwei Wochen jetzt auch schon bei Staffel 4. Das ist auch echt so eine Serie, die könnte ich wirklich 100 Mal gucken. Ja, ich melde mich dann wieder, wenn die Dinger fertig sind. So, ein bisschen mehr als eine Stunde ist vorbei. Ich gucke jetzt mal, wie das aussieht. Das Problem bei denen ist nur, dass es relativ schnell im Mund wieder weich wird und dieses Knusprige halt weg ist. Hab da aber gesehen, dass manche das in Wasser einlegen, damit das irgendwie länger knusprig ist. Das würde ich auch mal ausprobieren. Aber ansonsten, ich glaube, im Sommer ist das richtig nice als Abkühlung. Ich habe gerade meinen abendlichen Walk durch meine Wohnung gemacht. Ich mache nämlich seit fast genau 15 Monaten jetzt fast jeden Tag 5000 Schritte. Und zwar habe ich damit angefangen als Jahresvorsatz. 2021 im Dezember habe ich mir gesagt, ich sitze zu viel rum. Durch Corona auch und durch mein Fernstudium. Und dann habe ich mir einfach gesagt, nee, weißt du was? Die Leute sagen alle, man soll jeden Tag 10.000 Schritte laufen. Und da ich schon wusste, dass ich das zu viel finde, habe ich mir ein eigenes Ziel gesetzt und habe einfach gesagt, ich gehe jeden Tag wenigstens 5000 Schritte laufen und das habe ich jetzt wirklich bis auf, glaube ich, 5 Tage oder so, weil ich krank war, nicht durchziehen können. Aber ansonsten habe ich es eigentlich immer durchgezogen. Ich gehe eigentlich sehr oft mit meiner Mutter spazieren, dadurch kommen die meisten Schritte rein. Wenn das mal nicht passiert oder wir nicht auf 5000 Schritte gekommen sind, dann laufe ich einfach in meiner Wohnung noch ein bisschen rum und gucke abends dann meine YouTube-Videos einfach nicht im Liegen, sondern laufe einfach ein bisschen. Und mir macht das sogar eigentlich viel Spaß und ich habe das Gefühl, dass ich sonst ein bisschen einroste, wenn ich das Ganze nicht mache. Genau, also falls ihr auch vorhabt, euch mehr zu bewegen, kann ich euch nur empfehlen, die Ziele nicht immer zu hoch anzusetzen. Also wenn man jetzt sagt, ich will jetzt ab jetzt jeden Tag 10.000 Schritte laufen, kommt einem das meistens so unendlich viel vor. Für manche wahrscheinlich auch nicht. Also vielleicht gibt es ja einige von euch, die sowieso jeden Tag 10.000 Schritte laufen wegen der Arbeit oder so. Aber für jemanden, der keine Verpflichtung hat, wo er hin muss, kann das schnell mal ein bisschen schwierig werden. Meine Tipps sind da einfach, sucht euch irgendeine Beschäftigung währenddessen, keine Ahnung, telefoniert mit einer Freundin oder arbeitet am Handy oder keine Ahnung, macht irgendwas dabei, hört Musik, guckt ein paar Videos und dann geht die Zeit auch meistens schnell rum. Und es hat ja auch gesundheitlich sehr viele Vorteile, deswegen bin ich sehr froh, dass ich das jetzt in meine Routine so eingebaut habe. Wir haben gestern noch Sushi gegessen und einen Disney-Film geguckt, der heißt Arlo und Spot, der war richtig süß. Also ich finde manche Disney-Filme manchmal ein bisschen langweilig, aber das war wirklich so ein Film, da wollte man nicht mal eine Sekunde ans Handy gehen. Also wenn ihr auf der Suche nach einem süßen Disney-Film seid, dann kann ich euch den echt empfehlen. Und ich würde sagen, wir beenden das Video an der Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet euch ein paar Inspirationen holen, vielleicht was ihr mal ausprobieren wollt zu essen oder so. Und ansonsten lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!